Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf Rocket Beans TV zum, ja nicht nur wahrscheinlich, sondern sicherlich, dem größten Highlight, was ihr heute zu sehen bekommt. Das war ein Termin, den habe ich mir schon vor Wochen, vor zwei Wochen ungefähr, mir machen lassen, dass wir heute hier gemeinsam spielen werden können, denn heute ist ein Spiel rausgekommen. Es ist seit ein paar Stunden über das PlayStation Network erhältlich für die PlayStation 3. Ein Exklusivtitel, der schon in Japan ein bisschen länger erhältlich ist jetzt, aber dank großem Faninteresse und dazu noch sehr viel Extraarbeit durch Sega und Sony tatsächlich in den Westen gekommen ist. Eins der Spiele, die ich mir damals aufwendig importiert habe, aus Japan folgendes, nämlich wir können gerne aufs Ingame umschalten. Yakuza 5. Ist tatsächlich offiziell rausgekommen, gibt es für die PlayStation 3 zu kaufen über das PlayStation Network. Keine physische Edition. Das Game kam 2012 in Japan raus, auch auf Disc. Aber da es eins der letzten großen PS3-Spiele dort war und die Fanbase, nennen wir es mal so, in Japan ein bisschen größer ist für Yakuza als denn, wie wir sie im Westen kennen und Westen haben. Mal gucken, was sind das überhaupt dann für Laute. Ach, das Taxi. Das Taxi sagt, ich soll gerne damit fahren. Ja, weil die Fanbase ein klein wenig größer ist, außerhalb. Innerhalb von Japan und außerhalb ein bisschen weniger, ist das Spiel nicht rübergekommen. Aber da die Fans, so wie ich einer es bin, und die anderen Yakuza-Games gezockt hat, gesagt hat, hey, ich fände schon ziemlich geil, wenn wir Yakuza auch mal im Westen sehen würden, wurde das Spiel tatsächlich umgesetzt. Und diese Version ist jetzt offiziell rausgekommen. Könnt ihr mit PlayStation Plus Discount für knapp 32 Euro euch dann dazu holen können. Und ich will euch mal zeigen, was dieses Spiel so zu bieten hat, denn ich konnte nicht an mich halten. Ich habe mit Sega vorher gequatscht und denen gesagt, hey, könnt ihr nicht mal, falls ihr eine spielbare Version davon habt, gerne mal rübergeben. Das haben sie vor ein paar Wochen gemacht und ich habe es mittlerweile durchgespielt. Und es ist saugeil. Es ist wirklich sehr, sehr gut, dieses Spiel. Und ich will euch mal zeigen, was an dem Game so dran ist. Denn selbst wenn ihr nicht Yakuza kennt, ich glaube, da gibt es einige vorgefertigte Meinungen und Ideen, die ich vielleicht eher ausheben kann. Ne? Und dann euch mal zeigen, worum es bei dem Spiel am besten geht. Ich will mal überlegen, wie wir das ein bisschen vernünftig machen, denn es gibt sehr viele Charaktere, sehr viel Zeug, was ich euch zeigen kann. Ich glaube, bevor ich hingehe, das hier ist ein Spielstand, der ist eher gegen Ende des Games. Und ich will darauf verzichten, euch groß spoilertechnisch über die Geschichte ein bisschen was zu erzählen, so über die Grunddetails werde ich ein bisschen was quaken, aber hier ist das meiste schon freigespielt und durchgespielt. Ich werde mal einen anderen Spielstand laden. Warte mal, wie komme ich denn hier am besten raus? Back to Title. Genau, gehen wir mal raus und ich lade mal ein bisschen den älteren Spielstand. Die Yakuzas. Ja, auf den ersten Blick, wenn man drauf guckt, würde der erste Gedanke vielleicht sein, das ist so ein bisschen GTA-mäßig, Open World herumlaufen, in der Stadt Zeug anstellen. Stimmt auch, so ein gewisser großer Teil GTA ist mit dabei. Aber auch ein großer Anteil von Shenmue, was ja die andere große Open World Adventure-Serie von Sega ist. Die steckt auch hier noch viel mit drin, aber für mich waren die Yakuzas eher mehr die moderne Variante der guten alten Beat'em'ups, so Marke Streets of Rage zum Beispiel. Ne? Rumlaufen, Leute kloppen, ordentlich hier Zeug wegzimmern. Lass mal gucken, welches Kapitel nehmen wir denn? 1, 2, ich will mal, glaube ich, eins anfangen, wo wir mal ein bisschen herumlaufen können. On to Part 2, Chapter 3 complete. Chapter 3, Part 2. Okudera. So, was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Chapter 4 nehmen wir das mal. Da glaube ich, können wir ein bisschen in der Stadt herumlaufen. Ich kann euch mal ein bisschen ein paar verschiedene Parts zeigen. Die Yakuza Games gibt es schon ein bisschen länger. Die sind seit Mitte der 2000er auf PS2 jetzt angefangen. Mit dem ersten Yakuza natürlich, ein zweites gab es hinterher. Teil 3, 4 und ein Spin-off namens Dead Souls. Ich werde gleich die Cutscene übrigens überspringen. Nicht wundern, weil ich glaube, es bringt euch nichts, wenn wir mittendrin mit Story anfangen. Gleich, weil ihr die Charaktere natürlich nicht kennt. Dead Souls war ein Zombie-Spin-Off, was wir auch mal bei Game One vorgestellt hatten. Und der fünfte Teil kam für die PlayStation 3 noch vor ein paar Jahren heraus. Hatte mir damals, ach schön, hier mitten sogar in der Winterzeit. Kann ich überspringen? Nee, kann ich nicht. Versuch mal. Okay, die Cutscene kann ich nicht überspringen, aber der fünfte Teil vor ein paar Jahren kam heraus. Ich hatte mir als japanisch bestellt, da ich die anderen Yakuza sehr gerne mag. Leider, wenn man die Sprache nicht versteht. Yakuza funktioniert zu besten Teilen dran, nicht nur Open World herumlaufen, nicht nur Leute kaputt prügeln, sondern auch der Geschichte zu folgen. Die nämlich auf so ein großes Japano-Gangster-Epos dann angelegt ist, mit vielen verschiedenen Irrungen und Wirrungen. So ein bisschen, ich hätte jetzt Infernal Affairs
gesagt, wer sowas kennt. Da gibt es auch ein paar der Yakuza-Teile, die tatsächlich so auf interne Polizeiverschwörungen zum Beispiel gehen. Der hier ist ein klein wenig anders gelagert und alles dreht sich zentral immer um Kazuma Kiryu, die geile Socke, Ex-Mafioso, der zu unschuldig im Knast saß, um seine Mafia-Brüder zu beschützen, als er rauskam im ersten Teil aus dem Knast. War es nicht mal ganz so cool. Aber warte mal, die kann ich jetzt hier überspringen. Sehr gut. War es nicht mal ganz so cool. Und er ist seitdem, seit 10 Jahren, in die Irrung und Wirrung des Tojo-Clans verstrickt. Wo es dann richtig abgeht und so weiter. Hier sehen wir schon gerade, das ist nicht Kazuma, mit dem ich spiele, sondern hier. Seijima ist das, einer der spielbaren Charaktere. Das Coole an Yakuza 5 ist es, dass man 5 spielbare Charaktere in 5 Städten hat. Wir sind gerade hier mit Seijima, was ein Ex-Sträfling auch ist, der Bärenstärke besitzt. Gerade in Tsukimino ist er unterwegs, während der Weihnachtszeit. Und die Dinger, ich kann jetzt der... Achso, warte mal, muss ich erstmal hier dann folgen, damit wir das hier dann weitermachen. Je nachdem, wo die Story einführt, hat man zu gewissen Teilen natürlich die Möglichkeit, der Geschichte selbst zu folgen oder einfach Open-World-mäßig ziemlich viel Zeug zu machen. Was mir immer sehr gut gefallen hat, auch an den Yakuza, das sieht man hier, diese Stimmung gerade. Dieses Game spielt während der Weihnachtszeit, ich glaube die Weihnachtszeit 2012 müsste es sein, innerhalb von der Story her. Und ihr seht jetzt schon, ne, die Straßen groß gefüllt. Es schneit. Sowas hat man hier nicht dann unbedingt. Die Straßen voll. Oh, ich muss aufpassen, weil Polizei. Polizei ist nicht so gut. So, wir müssen da mal ein bisschen uns aufteilen. Eine Handvoll der Cutscenes hier sind, wie ihr seht, nur mit Text unterlegt. Aber es gibt einen sehr großen Teil, der dann auch vertont ist. Japanische Sprachausgabe natürlich, passend zu einem japanischen Gangster-Epos. Und es gibt noch wesentlich mehr Sprachausgaben im 5. Teil als in den alten, falls ihr die dann mal gesehen habt. Also Don Quixote, da muss ich einmal hin. Wenn ihr nicht genau wisst, wo ihr hin sollt, es gibt dann über die Karte dann meist hier, dann zeigt das rote Ziel mehr an. Gerade in dem Part, wo ich hier in dieser Stadt angekommen bin, das ist das erste Mal, dass ich mich in dieser Stadt befinde, storymäßig, aber eigentlich, ich habe diesen Part schon längst gespielt, dass ich ihn euch zeigen kann. Seijima, der ist ein ganz besonderer Typ eben. Hier seht ihr ihn vielleicht. Ich versuche ihn mal, ich packe ihn mal an die Wand oder so, dass wir mal ein bisschen ihn von vorne anschauen können. Der hat eigentlich, man sieht es ihn vielleicht ein bisschen an, der hat wirklich einen Berg von Muckis da direkt unter dieser Felljacke. Aber der hatte vorher auch richtig lange Haare, so ekelhaft lange Haare. Die hat er sich natürlich im Knast abrasiert. Und das steht ihm wesentlich besser, dass er die Dinge abrasiert hat. Ich werde jetzt einmal kurz zu dem Punkt hingehen und dann, glaube ich, wird dann für mich freigeschaltet, dass ich hier in der Stadt mal herumlaufen und mir das Zeug angucken kann. Was cool ist, nicht nur Leuten auf die Fresse hauen, der Part ist hier noch nicht dann aktiv, aber da werden wir gleich Gangster haben einfach und Halbstarke, die einen auf der Straße dann ja, anlabern, sagen, du kommst hier nicht vorbei. Dann sagt meine Faust, doch, ich komme vorbei. Ich habe 2 gute Argumente, meine linke und meine rechte Faust. Und da kann man richtig prügeln. Richtig, richtig geil prügeln. Ich muss diesen Part nur eben dann einmal kurz fertig machen, weil dann wird freigeschaltet, dass wir das machen können. Und dann gibt es das Geprügel, dann gibt es das Gesidequeste, dann gibt es, ich kann in Läden gehen und mir lecker was zu essen holen. Oder ich kann, ich glaube, hier sogar als Weihnachtsmann mich verdingen und Leuten Geschenke austragen. Also alles das, was so ein guter Mafioso dann macht. Kann man machen, muss man nicht. Aber ich kriege so viel Bock bei den Teilen, das zu machen, dass ich es gerne dann auch tue. Oh, hier gibt's, das möchte ich auch gerne euch nochmal zeigen. Genau, das hier wird mir gezeigt, das ist sozusagen mein Unterschlupf. Das hilft, je nachdem, wo man unterwegs ist, in welcher Stadt, hat man dann Hideouts. Ja, irgendwelche Wohnungen, Unterschlüpfe, wo man sich bewegen kann zum Abspeichern, um kurz mal Revue passieren zu lassen. So, ich skippe mal, genau, damit wir jetzt die inhaltlichen Cutscenes nicht machen müssen. Weil ein paar Fragen im Chat hier gerade aufkommen, ich habe den hier parallel auf, also wenn ihr irgendetwas über Yakuza 5 wissen wollt, wie schon erwähnt, ich will nach Möglichkeit die Story ein bisschen vorne weg oder außen vor lassen, damit ihr das dann selbst erleben könnt zum Spielen. Kann man auch übrigens ganz gut zocken, wenn man die alten Yakuzas nicht kennt. Aber ich habe es durchgespielt, ja. Ich habe mir extra ein paar Sachen behalten, ich habe es nicht zu 100% durchgespielt, ich bin bei knapp, inhaltlich zeigt das Game so 20%, glaube ich, an, aber ich habe auch noch sehr viele Sachen so nebenbei nicht gemacht, habe trotzdem meine 55, 60 Stunden investiert, aber ich kann schon so ziemlich alles dann dazu sagen, was man denn so anstellen kann. Ich gehe mal hier so raus, also wenn ihr dann irgendwelche Fragen macht oder Fragen habt, dann können wir das gerne beantworten. Und ich habe 30.000 Yen. Taschengeld bekommen. Leider bin ich schon an der Stelle, wo ich schon 2,5 Millionen Yen habe. Das ist ein bisschen mehr.
2,5 Millionen Yen, wie viel würde man das umrechnen? 25.000 Euro oder irgendwie sowas? Könnte man dementsprechend machen. Die Frage kam auf, PS4 oder PS3? Eine PS4-Version gibt es nicht von dem Spiel, weil als es rauskam, war PS4 noch gar nicht draußen, dieses Game. Und es wurde also dementsprechend nicht umgesetzt. Deshalb, die Version, die man spielen kann, existiert nur auf der PS3. Aber ich habe mich relativ fix wieder dran gewöhnt, weil die Yakuza-Games, die haben natürlich unterschiedliche Abstufungen. Das ist jetzt ein Sidequest, den ich gerade wegklicke, den brauche ich jetzt nicht unbedingt direkt zu machen. Das ist nämlich ein bekannter Fernsehkoch, der hier auf den Straßen herumläuft, mit dem ich dann sozusagen durch Restaurants gehen kann und das machen kann. Gregor, mach bitte das Bild heller, wird mir gesagt. Ich weiß nicht, ob man das machen kann über die Regie aus. Ich glaube nämlich nicht, dass ich ins Menü gehen kann und dort Helligkeit hochstellen, oder? Kann ich das hier? Ich könnte Screen Brightness mal ein bisschen machen, mal sehen, ob das was hilft. Normalerweise sollte es eigentlich, für mich ist das jetzt ein bisschen zu hell, aber vielleicht hilft euch das ja. Weil ich weiß nicht, ob das bei euch dann vernünftig ankommt. So, ja, für mich sieht es erst irgendwie überhell aus. Ich hoffe, das ist für euch jetzt einigermaßen vernünftig. Was war der Punkt? Ach ja, eine PS4. Gab es damals nicht, als es rausgekommen ist. Aber, oh, endlich mal Halbstarke. Das wird schön. Okay, jetzt muss ich nochmal wieder zurückdenken, weil mit Saejima habe ich schon länger nicht mehr gekämpft. So. Zack. Okay, dann lass mal gucken. Saejima ist eher ein muskulöser Charakter, mit dem ich eher greifen kann. Es hängt immer davon ab, mit welcher Figur ich gerade spiele. Habe ich denn schon genug Energie? Nein. Lass uns den mal hier da runterpacken. Der nimmt einen sehr schönen Move, den müsste ich euch gleich zeigen. Oh, nein, nicht hauen. Okay, jetzt aber. So, jetzt schaut euch das mal an. Oh nein, es hat nicht geklappt. So, nochmal. So. Zack. Und Haboings. Ach, das macht so Spaß. Den Leuten eine wegzimmern. So, ah, scheiße. So, jetzt wieder zurück. Und das wegmachen. Ich habe mich relativ fix wieder dran gewöhnt. Natürlich hat man auch mehr PS4-Spiele gezockt in den letzten Jahren oder Xbox One-Spiele, also Current-Gen-Sachen. Aber die haben so eine gewisse grafische Qualität, selbst die Yakuza-Dinger, sodass man relativ schnell wieder dabei ist. So, lass mal gucken. So, kriege ich den? Einmal hier weg. Und hat ins Gesicht. Hat auch nichts anderes verdient. So, und was, du willst nicht? So, und weg mit dem. Schön kaputt hauen. Ja, wie schon erwähnt, für mich ist das wirklich mehr in Richtung 5.000 Yen. Haha. Ja, schön, die wollten mich verkloppen, jetzt habe ich denen das Geld aus der Tasche gezogen. Da gewöhnt man sich relativ wieder fix dran, an diese grafische Fidelity, die Dinger haben. Und es ist dieser Mix eben, ne? Aus jetzt, wenn ich normal herumlaufe, Leute kaputt bringen kann, aber einfach diese Stimmung, die wiedergegeben wird. Lass ich mal kurz gucken. Storymäßig, das ist natürlich nur ein gewisser Abschnitt der Stadt, wo wir hier gerade unterwegs sind. Mir gefiel dieser Part tatsächlich sehr gerne, wo ich hier war, denn ihr seht die ganze Schneestimmung. Wenn ich hier über die Straße gehe, hier ist gerade, guck mal, hier feiern die gerade Weihnachten, inklusive alles weihnachtlich so ausgestattet. Und wir sind in einem Part, wo es Eiskulpturen gibt. Wo es Eiskulpturen gibt, die ich ja zum Beispiel angucken kann. Schaut's an, ein Bär, der aus Eis geformt ist und ein Schlitten und so weiter. Also wir sehen jetzt, wir sind sogar eher ein bisschen am Abend hier, dass die Lichter dann an sind. Und warte mal, mich stört das Signal da mit den, dass ich da eine SMS habe. So, das müssen wir einmal kurz so die SMS weglesen. Dann stört uns das Zeichen da nicht mehr. Herr Gregor, wird es zum einen Plauschangriff zum Thema Yakuza geben? Es gibt schon einen Plauschangriff zum Thema Yakuza. Hört ihn euch gerne wieder mal an. Ich werde aber bestimmt was in den Jahresabschluss-Podcast zu dem Game hier sagen. Im Grunde, die Dinger, wie schon erwähnt, es ist so eine große Mixtur. Du hast ein bisschen so Open World, du hast Geballer, Fratzengeballer. Du hast natürlich auch ein bisschen was mit Schusswaffen, was du einstellen kannst. Aber das Coole ist eben, dass man wirklich diese schöne Mixtur hat und eben so richtige Gangster-Epos, Dramatik und alles drum und dran. Die Leute, die dann so ein Ausrufezeichen oder so eine Sprechblase drüber haben, die haben dann so kurze Dialoge, mit denen ich quatschen kann, wie diese alte Lady hier, die ein bisschen Angst hat vor der ganzen Polizei.
was auch immer passiert. Vielleicht ist ein gefährlicher Verbrecher irgendwo hier. Kann man Auto fahren, wird gerade gefragt. Kann man. Zwar nicht jetzt hier in diesem Kapitel, wo Seijima unterwegs ist, sondern mit einem der anderen Charaktere. Das werden wir dann noch machen, dass wir Autos fahren. Guck mal, hier ist es minus 5 Grad Celsius. Und auch der Detailgrad, der hier an den Tag gelegt wurde. Das heißt also eigentlich sehr schön gemacht. Ah, ich kriege eigentlich Bock, das wieder durchzuzocken. Ich habe tatsächlich für das Game Fallout 4 liegen lassen. Fallout 4 war daheim. Ich habe es gezockt und gedacht, ach, jetzt hat mich Fallout 4 wieder gepackt. Bullshit, ich habe es liegen gelassen. Und ich habe, Yakuza 5 dann gespielt, bis ich es endlich durch hatte. Hier habe ich gerade eine Bonusmission gemacht. Natürlich gibt es 1000 Millionen Sachen, die man zusätzlich anstellen kann. Hier verteilt sind zum Beispiel in diesem Stadtgebiet kleine Mini-Schatzkarten, die in mehrere Teile aufgeteilt sind. Und wenn ich die zusammenkriege, ist da eine Rätselfrage für mich drauf, wo ich dann einen gewissen Ort finden muss. So eine Art, wie nennt man das? Geocaching? Na? Wo ihr wisst, wo dann man im richtigen Land unterwegs sein muss und das da anstellen kann. So funktioniert es. Oder hier auf der Karte, seht ihr diese Fragezeichen, die da drauf gemacht sind? Das sind Sidequests, Side-Stories. Auch was ich sehr, sehr gerne mache. Jeder Charakter hat mehrere Side-Stories, die man anstellen kann. Wie dieser komisch angezogene Typ hier, der meine Hilfe braucht. Ich werde auch mal den Text überspringen, weil ich schon weiß, was er da erzählt. Und er sagt, oh, ich habe bald einen Auftritt hier zu Ehren des Weihnachtsfestes, wurde ich hier angestellt, aber mir fällt so die richtige Idee. Warte mal, ich klicke das mal hier kurz weg. Das habe ich mir schon alles durchgelesen in Ruhe. So, und ich muss mir hier irgendeine Idee herausfinden, irgendeine Inspiration, zum Beispiel hier. Das ist ja ein großer Schneemann. Ja, ein großer Schneemann mit großen Schneebällen, vielleicht auf einem großen Schneeball reiten. Das empfehle ich ihm jetzt mal als Tipp. Und ich glaube, ich helfe ihm damit, eine Idee für seine nächste... Jetzt läuft er einfach weg. Kein Dank, kein gar nichts. Aber er ist froh. Und ich glaube, wenn wir dann zur richtigen Späterzeit ihn nochmal treffen, dann wird er uns seinen Zaubertrick zeigen. Und so weiter und so fort. Also gibt es jede Menge Zeug, was man hier extra machen kann. Lass mal gucken, was kann ich euch mit Seijima nochmal zeigen? Seijima ist hier in dieser Stadt unterwegs. Das ist, Tsukimino hatten wir, ne? In der Nähe von Hokkaido, ist es Hokkaido? Die 5 Städte, in denen man hier in dem Spiel unterwegs ist, sind kreuz und quer über Japan verteilt. Vorher war es immer nur eine Stadt, das war das Vergnügungsviertel von Tokio. In dem man unterwegs war, Kamurocho im Spiel genannt oder Kabukicho in echt, wo es nach richtigen Locations dann nachgemacht war. Hier haben sie tatsächlich das ganze Abenteuer mit 5 Charakteren auf 5 große Locations aufgeteilt. Zum Beispiel kann ich hier, gehen wir das mal, in Miyoshino. Gehen wir mal kurz was essen, weil ich glaube, ich könnte mal ein bisschen was gebrauchen. Was Kleines. Die ganzen Locations, ob man es jetzt braucht oder nicht, sind akkurat nachgebildet gegenüber den Originalen. Die sind tatsächlich in viele der Läden in Japan einfach reingegangen, haben Fotos gemacht, haben sich die Rechte geholt, dass sie... Oder Sapporo, sagen die im Chat, ist es wahrscheinlich. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Ich kenne mich dann hauptsächlich durch Yakuza die Dinger dann aus. Ich nehme mal ein Miyoshino-Set. Das ist ein bisschen Gyoza-Curry und frisch gepflücktes Gemüse. Warum nicht? Ich esse mal eins. Und kann ich noch was? Nee, da habe ich schon genug. Dann essen wir das mal. Lecker Schmecker, warum nicht? Haben wir das Miyoshino-Set gegessen. Das schmeckt gut und es macht Spaß. Und es kostet... Na, ich habe mehr als genug Geld. Das kann man ganz gut anstellen. Ja, ich habe echt viel Spaß gehabt, nicht nur der Story zu folgen, sondern auch hier diesen ganzen kleinen Scheiß zu machen. Wie schon erwähnt, so einen kleinen Sidequest, den kann ich euch schon mal verraten, weil er nichts mit der Hauptstory zu tun hat. Aber man muss zu einer bestimmten Stelle tatsächlich auch mal ein Weihnachtsmann-Outfit anziehen. Und dann ein wenig die Leute bespaßen. Und vielleicht auch mal mit seinen Fäusten die Leute bespaßen. Das klappt dann auch so. Das war übrigens hier, warte mal, ich spreche den jetzt nicht an, aber das hier. Ist anscheinend ein berühmter Fernsehkoch in Japan, der hier auch seinen eigenen... Ah, was ist denn hier los? Ich habe den Fernsehkoch angeguckt und da ist ein Typ nämlich reingelaufen. Tja, warum auch nicht? Zack. Zack. So, lass mich das mal nehmen. Zack, zack, zack. So, einmal. Ah, ist ein bisschen schade, dass es jetzt ein früher Teil in diesem Kapitel ist. Da habe ich meinen Charakter noch nicht so weit ausgebildet. Ich habe noch nicht so viele Moves mit dem freigeschaltet. So. So, einmal den. So, und jetzt schaut euch mal das an. Zack. Einmal die Schleuder gemacht.
Einmal den hier. Und einmal ins Gesicht. Haboinks. So wie sie es gehört. Oh, jetzt hat er Angst bekommen, weil ich zu gewalttätig war. So. Ach, übrigens, da Saejima auch sehr kräftig ist, nimmt er einfach mal die Vespa hier. Zack. So. Willst du auch eine Vespa ins Gesicht? Zack. So, und was ich jetzt mal mache, ist, steh du mal auf, steh du mal auf. Ich habe hier eine Vespa in der Hand. So, wo haben wir denn noch einen? Will er mal aufstehen, so meine Energie hier noch hält. Und, puff, und einfach mal ein Motorrad, auf dem zerdeppert. So gut man es machen kann. So, einer bleibt noch über, ich nehme mal das Fahrrad für ihn. Wo bist du? Da bist du. Hey, mein Junge, hier, schmeiß mal ein Fahrrad ins Gesicht. Oh, hat nicht ganz geklappt. Na gut, dann schmeiße ich dich so. So. Steh auf. Lass mich das Fahrrad, den Rest des Fahrrads, in dein Gesicht werfen. Na gut, dann sollte das so reichen. Zack. Mit dem Lenker kurz ins Öhrchen. Rangezimmert. Ja, es sollte euch was leid tun. Ich wollte hier meinen Kumpel, den Starkoch, angucken. Jetzt hat er eine ins Gesicht bekommen. Die alte Saftnase. So, was natürlich Saejima auch noch mal ein bisschen machen kann, ich könnte mit euch jetzt hier die Stadt hier in Sapporo, habt ihr gesagt, ja? Ist es wahrscheinlich auch. Herumlaufen und mir sie angucken. Noch ein Yakuza. Okay, den zimmern wir noch weg. Ich will euch den, den möglichen Sidequest mit Saejima zeigen. Denn das erste Mal in Yakuza kann man auf die Jagd gehen. So richtig mit in den Schnee, nach Bären jagen, nach Rehen und anderen Tieren, die es total wert wären, mal erschossen zu werden, weil deren Gallenblase bringt echt viel Geld und ist gesund im Winter. So, einmal hier drauf, zack. Den haben wir schon gezimmert, einer ist noch rüber. So, na komm mal her. So, zackidi zack und weg. Guck mal, wie hoch der auch, wie so ein Flummi. Wie hoch der hingeht. Die sagt man, oh, 10.000 Yen habe ich sogar bekommen. Habt ihr dann auch verdient. So, ich gehe mal zurück und ich lade mal ein bisschen älteren Spielstand, weil ich glaube, oder kann ich, warte mal, kann ich mit dem Taxi denn hier zurück? Dann brauche ich, glaube ich, sogar keinen Spielstand laden. Oh, vorsichtig, vorbei, da ist noch einer. Didi, guck mal, ich versuche den mal ein bisschen auszutricksen, der Typ. Da drüben, der schon diese Sprechblase, das ist ein Bösewicht. Ein böser Bösewicht. Aber dadurch, dass ich langsam gehe, fällt ihm nicht an, mich anzugreifen. Deshalb, wenn ich schnell laufe. Oh, jetzt aber. Geh aus dem Weg, Lady. So. Kann ich dann zurück? Village. Oh, ich kann zurück. Sehr gut, sehr gut. Da brauche ich den Spielstand hier nochmal laden. Ich könnte mich jetzt hier in der Stadt umsehen, aber es gibt noch eine weitere Location. Ein kleines Dorf mitten am Berg, wo ich mit Saejima noch unterwegs sein kann. Ich habe Saejima, der ist dazugekommen in Yakuza 4. Da war ich nicht so der größte Fan von ihm, weil er hat ja eher ein bisschen so einen bedächtigeren Kampfstil und hat verglichen mit Kazuma, der mehr fixer drauf ist, oder Akiyama ist mein Favorit. Das ist eben ein, ja, den werden wir uns auch noch angucken, ein Geldeintreiber, der super gut kicken kann, natürlich. Da hat mir der Kampfstil noch nicht so sehr zugesagt, aber in dem Teil habe ich ganz gerne mit ihm jetzt gespielt. Go to the Mountain. So, natürlich, ich habe die ganzen Quests hier schon längst geschafft. Aber, wir mal kurz gucken, was nehme ich denn ein bisschen mit? Ich nehme mal ein bisschen Fleisch mit, einfach damit ich auch noch genug Energie habe. Weil ich kann sonst, jedes Mal, wenn ich auf dem Berg drauf bin, verliere ich nämlich Energie kontinuierlich. Go to the Mountain und ich muss mich wieder nähren vom Fleisch von Tieren. So, ich hoffe mal, dass ich die jetzt vernünftig wegschießen kann. Weil es ist auch schon ein, zwei Wochen her, dass ich den Part gemacht habe. Ist einfach mal mitten im Spiel eine ausgewachsene Jagdsimulation. Als eines der diversen Games. Wer die alten gespielt hat, der weiß schon, es gab, man kann Bowling spielen, man kann Billard, Glücksspiel und so weiter, so gängige Sachen. Mahjong, wer sowas braucht. Jetzt ist tatsächlich eine Jagdsimulation drin, mitten im eigenen Gebiet, wo ich herumlaufen kann, so, warte mal, lass mich mal dran erinnern, L1 gedrückt halten und dann R1 zum Schießen, alles klar, und R2 Reload. Dann weiß ich Bescheid. Also,
Ich laufe es mal weiter und ich gucke mal, ob ich hier irgendwo ein paar Rehe finde. Oder, ganz heftig, sogar einen Bären. Den will ich nicht aufbinden, aber den will ich eher wegbinden, kaputt hauen. Die Sachen, die da so ein bisschen weiter leuchten, sind Stellen, wo ich Fallen auslegen kann, dass kleine Hasen damit reingehen. Trapside, aber oh, warte mal, ich höre die Musik. Da, guck mal. So. Oh, eins habe ich erwischt. Es sind virtuelle Tiere, Leute. Ja, besser so, als richtig rausgehen. Und ich habe es erwischt. Ich habe das Fell und das Meat bekommen. Natürlich flüchten die jetzt vor mir. Zacke die Zack und ich kann versuchen, sie zu verfolgen. Aber ich kann auch mal gucken, ob ich den kleinen Hasen noch schießen kann, aber der ist meist ein bisschen zu fix für mich. Und ja, ihr seht an der großen Energieleiste, ich bin natürlich schon recht gut ausgebildet in dem Charakter, aber ich muss ab und zu mal in so eine Jagdhütte rein, die wieder meine Ammunition dann wieder draufmacht. Ja, und die Frage auch im Chat genau das, weil es sehr kalt ist auf dem Berg. Da wird zum Glück dann auch ein Chat. Ah! Wo läufst du denn hin? Scheiße, daneben. Ja, kriege ich noch einen? Nee, die sind schon. Ah! Die sind schon zu weit weg. Na egal. Es ist sehr kalt auf dem Berg und je nachdem, was für Items und was für Kleidung und sowas ich mit habe, ich verliere immer kontinuierlich an Energie. Und ich muss dann sie entweder mit dem Fleisch, was ich verdient habe, und das wird dem Spiel einem auch beigebracht. Wer jetzt dann alles, oh, Tiere erschießen in einem Spiel und so weiter. Leute, es ist Jagen im Einklang mit der Natur. Ja, man darf natürlich auch wie beim Fischen nicht überfischen. Oh, oh, ich glaube, der läuft mich jetzt gleich an. Oh, oh, aufpassen. Oh, oh, der will mich gleich anlaufen einmal. Oh, oh, hat mich weggezimmert. Die alte Sau. Es wird ganz genau im Spiel erklärt. Da werde ich nämlich mit, ich konfrontiere mich mit Jägern, die dort im Einklang mit der Natur leben und nur so viel vom Berg mitnehmen, was sozusagen als Symbiose funktioniert. Also, wer da alles jetzt, ja, einfach nur Parolen in den Chat schreibt, der hat das Leben nicht verstanden. So ist das. Den Circle, oh nein, höre ich da einen Bären? Nee, das sind Rehe. So. Oh nein, angeschossen. Jetzt aber. Alles klar. Noch versuchen anzuschleichen. It's a circle of life. It's a wheel of fortune. So geht das. Ich will zumindest noch einen Bären erwischen. Das finde ich gut, weil die sind ganz heftig. Die weichen auch sehr, sehr schnell aus. Auf den Hasen pfeife ich mal. Und man muss diesen Sidequest auch wirklich sehr kontinuierlich angehen. Da gibt es auch zum Beispiel einen Sidequest. Hier auf dem Berg kommt ein junger Mann, der mittlerweile in die Stadt gezogen ist und sein Vater ist gestorben. Ja? Und er hat sich auf einmal daran erinnert, der Junge, dass der Vater hier mal eine Zeitkapsel vergraben hat, wo er Gegenstände, als dessen Vater ein junger Mann war, da deponiert hat. Und ich helfe ihm zum Beispiel, diese Zeitkapsel auszugraben. Ja? Und da mal ein bisschen wieder für Familienbande zu sorgen. Das ist gutes Zeug. So, treffe ich noch auf einen Bären oder nicht? Das werden wir mal checken. Ich hoffe, dass ich da vor der Werbung nochmal den einen kriege. Ansonsten haben wir mit Sajima auch mal. Ah, wir kommen nicht mehr rechtzeitig dahin. Alles klar, Leute, dann würde ich sagen, wir gehen einmal kurz in die Werbung und dann zeige ich euch mal, was man mit den anderen Charakteren so anstellen kann in den anderen Städten. Bis gleich.